Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unserem heutigen Tag am 28. März 2018? Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder und bekommt einen Einfluss von Stern Algenib. Dieser Stern Algenib heißt übersetzt Seite. Das bedeutet entweder auf die Seite gehen oder die Seite wechseln. Mit einem anderen Stern Sirach bildet sich im Himmel die Null-Meridian. Dieser Stern Algenib befindet sich im Sternbild Pegasus. Und dazu ist die Geschichte. Es gab einmal eine Königin Cassiopeia. Das ist auch ein Sternbild im Himmel Cassiopeia und es ist ganz leicht zum Finden, weil das ist wie ein W, wie ein Buchstaben W in die Nähe von großen Bär oder den großen Wagen. Also es ist sichtbar im Himmel, dieses Sternbild Cassiopeia. Nun, das war diese Königin Cassiopeia. Und sie prahlte überall, dass ihre Tochter Andromeda sei die schönste. Sie ist sogar schöner als die Meeresjungfrauen. Und die Meeresjungfrauen haben sich bei Poseidon beschwert. Poseidon ist der Gott des Meeres und es ist nichts anderes wie Planet Neptun. Poseidon wurde zornig und schickte den Walfisch in diesem Königreich, die Königin zum Bestrafen. Und Walfisch machte nicht das, was Poseidon gesagt hat, sondern er nahm Andromeda, die Königstochter, und fesselte im Felsen. Andromeda hat Angst gehabt. Ja, in die Nähe war auch Medusa, die Furchterregende. Bis dann Perseus kam. Und Perseus hatte ein Schwert und mit diesem Schwert schneidete den Fessel und befreite Andromeda. Und die beiden, ja natürlich, die beiden haben sich auch verliebt, Andromeda und Perseus. Dann kam Pegasus, der geflügelten Pferd. Und mit diesem Pferd kann man auch reiten, aber auch fliegen. Und die beiden Liebenden sind davon geflogen. Und diesem Stern Algenib befindet sich in diesem geflügelten Pferd Pegasus und bestrahlt die heutige Sonnenenergie, also die Scheinbewegung im Sonne in Tierkreiszeichen wieder bekommt die Einfluss von Algenib. Diese Geschichte zeigt uns, von unserem Ängste zu befreien, weil das beflügelt uns. Und vielleicht muss auf die Seite zu gehen oder die Seite wechseln. Das heißt, die Blickwinkel ändern, etwas verändern in unserem Leben. Und schauen wir weiter. Unserem Planet Erde bewegt sich in Tierkreiszeichen Waage. Hat auch einen Einfluss von Windmiatrix. Diese Windmiatrix ist die Weinleserin, gehört zum Weingott Dionysos, also diente Dionysos. Das ist die Weinleserin und ein Symbol für Fruchtbarkeit, ein Symbol für Lebensfreude zum Fest. Und heute dürfen wir erlauben, mal ein Glas Wein zu trinken. Welche Einflüsse kommt noch von Sternen? Mond bewegt sich in Tierkreiszeichen Löwe, hat eine zunehmende Mondphase und bekommt auch Einfluss von Sternen. Alphard bestrahlt die heutige Mondbewegung.
Diesem Stern Alphard befindet sich im Sternbild Hydra. Und diese Hydra ist die Wasserschlange. Vorsicht mit der Schlange. Das hat mit Lüge etwas zu tun. Und da gibt auch eine Geschichte. Es gab der Sonnengott Apollo. Und er sagte zu Rabe, hier ist dieser goldene Becher und fliegt zur Wasserquelle und bringt frische Wasser zum Zeus. Aber beeile dich. Und das hat auch die Rabe versprochen. Unterwegs findet der Rabe einen Feigebaum. Und er hat Lust gehabt von diesem Feige zum Essen, aber die Feige war noch gar nicht reif. Und der Rabe sitzte unter dem Feigenbaum und wartete, bis die Feigen reif waren, ganz gemütlich. Und erst dann flog davon und holte den frischen Quellwasser für Zeus. Dann kehrte er zurück und Apollo fragte den Rabe, wo warst du denn so lange? Ich habe doch gesagt, sollst du dich beeilen? Und die Rabe antwortete, ach, weißt du, Apollo, ich kann doch gar nichts dafür. Da war diese Hydra, diese Wasserschlange und sperrte den Weg. Er ist schuldig, dass ich jetzt später kam. Und Apollo erkannte diese Lüge. Und was passierte dann? Apollo setzte die alle im Himmel. Auch der Rabe, auch die Wasserschlange und auch den Becher. Und die Rabe muss jeden Tag anschauen, auch Hydra, diese Wasserschlange und auch diesen Becher, damit er sich auf diese Lüge erinnert. Und diese Geschichte hat eine Bedeutung, dass wir nicht immer alles glauben sollen, was wir hören. Nun, wo sind diese Lügen? Es kann auch unserem privaten Bereich sein, dass jemand etwas erzählt und das entspricht nicht die Wahrheit. Kann auch im Arbeitsplatz sein, aber kann auch im Bereich Politik sein. Man weiß nicht, was für Nachrichten kommen, ob wir wirklich alles glauben sollen oder nicht. Also in allen Lebensbereichen kann das passieren, dass wir heute etwas hören und das entspricht nicht die Wahrheit. Das erzählt diese Geschichte. Dann gibt es auch andere Einflüsse und das beeinflusst auch die heutige Mondbewegung. Adhafera und Aliapach bestrahlt auch die heutige Mondbewegung. Die beiden Sterne befinden sich in Tierkreiszeichen Löwe und bilden sich mit anderen Sternen zusammen wie eine Fragezeichen. Und das ist auch ein Symbol und sagt aus, wir sollen die Frage stellen. Vielleicht hängt das sogar mit diesem Rabe-Geschichte zusammen, mal die Frage stellen. Ist das wirklich die Wahrheit oder ist das eine Lüge? Und diesem Sternen, wie das die indischen Astrologen sehen, sagen, das haben mit dem Ahnen etwas zu tun. Damit meine ich jetzt nicht die Lügen, sondern diese Fragezeichen, dass wir mal die Frage stellen, woher kommen wir? Wo sind unsere Ahnen? Also das ist auch ein wichtiges Thema zur Zeit. Dann nähert sich die Mond zu einem königlichen Stern und dieser königliche Stern heißt Regulus, ganz berühmt. Regulus ist der Herz der Löwen. Also wir sollen heute auf unserem Herz hören. Ich würde sagen, wir sollten jeden Tag auf unserem Herz hören, weil das beschreibt unsere Herzensangelegenheiten und das, was uns glücklich macht. Aber heute besonderes, weil Regulus wirkt. Regulus gehört zu den einen der königlichen Sternen. So haben das die alten persischen Astronomen bestimmt etwa 3000 vor unserer Zeitrechnung. Und Regulus hat eine große Rolle gespielt in die Weltgeschichte, weil immer, wenn Regulus gewirkt hat, passierte etwas in politischen Ebenen. Damals waren das nur Kaiser und Könige und Kalifen und Zar und wie auch immer diese Herrscherhäuser standen immer im Regulus Einfluss.
Aber für uns bedeutet jetzt auf unserem Herz hören. Und wie wirkt das auf den einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht immer noch die Tierkreiszeichen wieder in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht die Tierkreiszeichen Waage in Westhorizont unten. Und was erleben die Wiedergeborenen? Wichtiges Thema ist Liebe, Partnerschaft. Liebesplanet Venus nähert sich zu Uranus. Morgen stehen sie in einer Konjunktion, eine sehr enge Konjunktion. Aber heute ist schon wirksam Umbrüche, Veränderungen im Bereich Liebe, Partnerschaft, unerwartete Ereignisse, ungewöhnliche Ereignisse. Das ist ganz typisch von Uranus. Also das ist jetzt schon spürbar, dass etwas Unerwartetes kommt in die Liebepartnerschaft. Aber wir sollen noch etwas beachten. Die rückläufige Merkur kehrt zurück zu einer Verbindung zum Saturn und das ist schon eine Herausforderung und das hat mit der Vergangenheit etwas zu tun. Dann kommen alte Themen wieder hoch oder ein Gespräch, was unangenehm sein kann und das leider trifft die Wiedergeborenen. Aber die liebe Partnerschaft kommt etwas Angenehmes, das ist sehr schön, die Liebesenergie, die Venus-Uranus-Energie wird vom Mond wunderbar bestrahlt, also auch Glück in die liebe Partnerschaft, aber ein Gespräch, was sich nähert, das kann mit Vergangenheit etwas zu tun haben, das kann unangenehm sein, aber das sollen wir auch klären. Und die Wiedergeborenen ist gerade wichtig wahrgenommen werden und die Veränderungen kommen oder unerwartete Ereignisse in Liebe, Partnerschaft. Die Tierkreiszeichen Stiergeborenen kommt ein Aufstieg. Es ist noch eine gewisse Spannung da oder haben sie die inneren Zweifel oder inneren Unsicherheit, aber in den kommenden Tagen beruhigt sich das alles und kommt wieder die Stabilität und tatsächlich werden die Stiergeborenen wahrgenommen. Und in die liebe Partnerschaft nähert sich auch etwas. Und was noch wichtig ist bei den Stiergeborenen, es ist noch nicht aktuell, aber das wird schon ab Frühling kommen. Uranus kommt, es nähert sich Uranus. Und das sorgt dafür, dass in den kommenden 7 Jahren stehen die Stiergeborenen dann unter Uranus-Einfluss und da ändert sich einiges im Schicksal. Und die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen begeistert momentan etwas und sie sollen auch auf die Herz hören und sie haben auch Glück in die liebe Partnerschaft und auch eine gute Nachricht ist auch zum Erwarten. Und nicht nur in vertrauter Umgebung kommen Veränderungen, das kann auch ein Umzug sein oder ein Besuch oder Kontakte, Veranstaltungen in vertrauter Umgebung oder eine kleine Reise, sondern in die nächste Zeit wird auch sehr wichtig sein bei den Zwillingsgeborenen die Finanzen, die Werte, die Selbstwertgefühl, die Wertschätzung und die Finanzen. Weil die Werte und Wertschätzung und Selbstwertgefühl hängt energetisch zusammen mit den Finanzen und das wird in der nächsten Zeit ein Thema sein. Aber wenn Mond jetzt übergeht in Tierkreiszeichen Jungfrau in die kommenden Tage, dann bitte nichts kaufen, nichts investieren, weil das geht im Verlust. Die Tierkreiszeichen Krebsgeborenen brauchen Sicherheit und Stabilität. Ein Heim, wo sie sich wohlfühlen, wo sie die Ruhe finden, das ist sehr wichtig. Und in dieser Ruhe liegt auch die Kraft. Und die kommenden Tagen kommt für die Krebsgeborenen auch eine Bestätigung. Momentan begeistert etwas die Krebsgeborenen, aber sie haben das Gefühl, das ist noch zu früh zum Handeln. Und die Gefühle enttäuschen die Krebsgeborenen nicht, weil sie haben dieses Feingefühl, immer die richtigen Augenblicke zum Erkennen. Also hören sie auf die inneren Stimme. Und das innere Stimme sagt auch, es ist noch nicht
die Zeit zum Handeln. Das muss etwas vorbereitet zu sein oder etwas zum Reifen. In die liebe Partnerschaft werden die Krebsgeborenen Glück haben, aber ein bisschen Geduld noch. Und die Tierkreis zeichnen Löwen geboren. Karma, Karma, Karma. Da sind schon Themen bei den Löwen geboren. Und das merke ich auch bei Beratungen, wie viele Löwen geboren gerade mit mir kontaktieren. Und sie haben auch karmische Themen. Entweder suchen sie ihren wahren Berufung oder haben sie karmische Verbindungen. Und das aktiviert zurzeit auch die Mondbewegung hier im Löwen. Und wichtig ist aber auch dieser Regulus-Einfluss. Immerhin ist das die Herz der Löwe. Also mal auch die Herzensangelegenheit dann auch ernst nehmen. Und momentan haben die Löwengeborenen Glück in die Liebe-Partnerschaft, weil die Liebesplanet Venus wirkt aus dem Tierkreiszeichen wieder. Und hier verbinden sie sich zwei Feuerelemente. Also eine schöne Verbindung. Und Mond steht gerade in Verbindung zum Venus, auch zum Uranus, und es bringt Glück und Veränderungen auch bei Wiedergeborenen, aber auch bei Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist wichtig, dass sie den Alltag bewältigen, die Pflichten nachgehen und auch die Gesundheit und Ernährung, aber auch die Arbeit. Sie brauchen die Ruhe und die Stabilität auch im Arbeitsplatz. Und das überprüfen sie gerade, die Jungfrau geboren, und das möchten sie auch befestigen. In die nächste Zeit nähert sich aber etwas in die Liebepartnerschaft, und das wird dann die nächste Thema sein. Nicht heute, aber das nähert sich, dass sie auch Sicherheit, Stabilität brauchen, auch in die Liebepartnerschaft, und es wird ein sehr schöner Einfluss sein, aber ein bisschen Geduld noch. Die Tierkreiszeichen Wagengeborenen ist die Thema jetzt, Liebe und Partnerschaft, und das spiegelt etwas im Leben. Das bedeutet für die Wagengeborenen, nicht passiv sein und warten, bis jemand kommt oder Gefühle zeigt oder Interesse zeigt oder schreibt, sondern selbst handeln. Das bedeutet nicht, dass man hinterherlaufen muss oder sich aufgeben muss oder sich opfern muss. Nein, nein, nein. Aber auf die Gleichgewicht achten. Nur ein bisschen, einen Schritt auf anderen zugehen. Mal ein Lächeln oder ein Nachricht, das genügt schon. Und so kommt das in Harmonie und so kommt es auch in Bewegung. Die Tierkreiszeichen Skorpion geboren sollen auf etwas achten. Nichts übertreiben. Mond und Jupiter stehen in Verbindung. Und diese Verbindung ist eine gewisse Spannung. Und Mond wirkt auf unseren Gefühlen. Also nicht übertreiben die Gefühle. Sonst kommen Wutausbrüche, was man später bereut oder zu Missverständnissen führt. Bei dieser Mond-Jupiter-Verbindung ist nicht nur die Übertreibung, sondern bei Jupiter-Energie kann auch um die Gerechtigkeit gehen, was die Skorpion-Geborenen momentan ungerecht empfinden. Vielleicht das löst aus, dass sie dann ihren Gefühlen nicht im Zaun halten und werden wütend sein. Also auf dem inneren Gleichgewicht achten. Diese Spannung ist spürbar bei den Skorpiongeborenen, aber ein bisschen auch bei den Löwengeborenen. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen werden in der nächsten Zeit in einer Wandlung sein. Die ändern ihre Einstellung oder ändern sich innerlich oder ändern sie sich äußerlich. Sie möchten etwas verändern in ihrem Leben. Die Chancenmöglichkeiten sind da auch beruflich, auch in die Liebepartnerschaft. Es ist eine schöne Liebesenergie, gerade was bei den Tierkreiszeichen Schützengeborenen momentan wirkt. Die Tierkreiszeichen Steinbockgeborenen haben
ein Saturn-Einfluss, erstens. Das heißt, das Schicksal ändert sich mit viel Lernaufgabe. Das ist nicht nur heute, sondern das wirkt in die nächste Zeit noch hier wirksam sein. Dann wirkt auch die Lilith-Energie. Das sind die Sehnsüchte und Wünsche und Träume. Und das sollen die Steinbock-Geborenen auch ernst nehmen. Was sagt das Gefühl? Und das als Ziel setzen. Was ich schon erwähnt habe bei die Wiedergeborenen, dass dieser rückläufige Merkur so eine Verbindung nähert zu Uranus und es ist eine Spannung. Das kann Themen sein von Vergangenheit, eine unangenehme Nachricht. Das nähert auch bei die Steinbockgeborenen. Oder hier braucht man etwas zum Klären, ein wichtiges Gespräch zu führen. Eine gewisse Herausforderung ist spürbar. Was aber gut ist bei die Steinbockgeborenen, und es wird ein sehr schöner Einfluss sein in die nächste Zeit, und es nähert sich schon, sie werden eine schöne Venus-Energie bekommen, und dann haben sie auch entweder die Stabilität in die Liebepartnerschaft, eine Versöhnung oder Verbesserung, oder die, wo alleine sind, die Chancen, jemanden kennenzulernen. Momentan sind Spannungen da, besonders bei den Gesprächen, aber ein bisschen Geduld noch, wird sich was verbessern, ändern in die nächste Zeit in die Liebepartnerschaft. Die Tierkreiszeichen Wassermann geboren ist ein Aufstieg, das ist ein beruflicher Aufstieg. Aber nicht nur beruflich haben die Wassermann geborenen Glück, sondern auch eine schöne Liebesenergie. Und im Bekanntenkreis, Freundeskreis ändert sich etwas, das heißt neue Kontakte, neue Begegnungen, neue Freundschaften sind zurzeit möglich. Die Tierkreiszeichen Fischen geborenen ist eine Heilenergie, aber das wird erst in den kommenden Tagen erst spürbar. Und dann nehmen die Fischengeborenen auch ihren Gefühlen, auch diese Heilenergie bewusster wahr. Ein bisschen Geduld noch. Und in den kommenden Tagen kommen sie zum inneren Gleichgewicht. Und das ist auch sehr wichtig. Und das war mein heutigen Tagesenergie. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.